Der oberste US-Seuchenschutzexperte Anthony Fauci rechnet damit, dass sich das Corona-Infektionsgeschehen in den USA im nächsten Jahr ganz deutlich abschwächt. Schon im Frühjahr könne das Ansteckungsniveau so gering sein, dass es keine Auswirkungen mehr auf Gesellschaft und Wirtschaft gäbe, so Fauci. Statt mit einer Pandemie hätte es man dann nur noch mit einer endemischen Krankheit zu tun. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten sich allerdings noch mehr US-Bürger impfen lassen und die Boosterimpfungen erhalten, so Fauci. Die Quote vollständig Geimpfter liegt in den USA bei 58,8%.